Die Corona-Krise hat die Europäer dazu gezwungen, sich an Auflagen zu halten, die vor der Pandemie undenkbar gewesen wären. Die Bewegungsfreiheit ist ein EU-Grundrecht und vielen in Europa heilig. Wie wirken sich die Maßnahmen aus? Zusammen mit den Meinungsforschungsinstituten Redfield und Wilton Strategies hat Euronews Menschen in 4 Ländern befragt. Halten sich die Leute an die Regeln der Regierung, wollten wir wissen. Nicht alle halten sich daran. 61% der Deutschen und der Briten glauben, dass die Bürgerinnen und Bürger sich an Corona-Auflagen halten. Nach Auffassung der befragten Franzosen und Italiener sind es nur rund 50%. Fast ein Drittel der britischen Befragten gaben an, dass der Lockdown als Maßnahme eher hilfreich als schädlich ist. Eine Ansicht, die knapp die Hälfte der Italiener und der Deutschen teilen. In Frankreich sieht das anders aus. Hier glauben 47%, dass der Lockdown mehr Schaden anrichtet als hilft. Wo immer das möglich war, haben die Regierungen versucht, einen totalen Lockdown, wie bei der ersten Welle im Frühjahr 2020, zu vermeiden. War das der richtige Weg? Deutsche, Italiener und Briten finden den Ansatz ihrer Regierungen mehrheitlich richtig. Weder zu locker noch zu restriktiv. Aber 4 von 10 Franzosen sind der Meinung, dass die aktuellen Maßnahmen nicht streng genug sind, obwohl eine Mehrheit der Franzosen die Einschränkungen für schädlich halten. Sind die Menschen in Europa mittlerweile Lockdown-müde? In einigen Ländern gibt es Bürgerinnen und Bürger, die die strikten Maßnahmen satt haben. Die meisten davon mit 57% in Italien. In Deutschland sind es 49%, die Lockdown-müde sind, in Großbritannien 44. In vielen europäischen Ländern protestieren die Menschen gegen die Maßnahmen. Besonders Gastronomie- und Kulturbetriebe leiden unter den Beschränkungen. Die Regierungen versuchen inzwischen, diesen Umstand in ihre Überlegungen einzubeziehen, wenn sie notwendige Lockerungen und Gesundheitsschutz in Einklang bringen wollen.